Also ein typischer Einsatz war der, dass wir damals hauptsächlich nachts unterwegs waren. Es war also hier in Frankfurt, dass man Dienst hatte um 9 Uhr abends und in einem sogenannten Postzug, der aus mehreren Bahnpostwagen bestand, 3, 4, 5, 6, auch durchaus mehr. Und dann hatte man eine sogenannte Standzeit am Bahnsteig. Da wurde dann Post eingeladen von allen möglichen anderen ankommenden Bahnposten. Und gegen 0 Uhr war Abfahrt Und das nach war Basel. angehängt an einen Zug mit Reisenden, richtig? Nein, das nicht. Das war ein reiner Postzug. Der hatte also nur die Bahnpostwagen. Und ja, und ich sag mal, das war ungefähr eine Zeit von 0 Uhr bis 5 Uhr. Die Fahrzeit an den Unterwegsstationen hatten diese Postzüge eine längere Haltezeit als die Reisezüge. Eine etwas längere Haltezeit. Und ja, da drin ist bewegt worden, körperlich unendlich viel Tonnen, wenn man das also zusammenrechnet, was da in 5 Stunden bewegt wurde durch manche Bahnpostfahrer, das Personal dort. Und natürlich dann auch sortiert und das fertig gemacht zum Postaustausch an der nächsten Station. Die Station, die brachte auch wieder neue Post, die musste man dann wieder in die Hand nehmen und bearbeiten. So setzte sich das von Station zu Station fort. Und dieser Nachtdienst war mitunter schon sehr beanspruchend, also körperlich schon sehr. Und man hatte dann zum Teil auch zum Ende hin ein bisschen mit der Müdigkeit zu kämpfen, weil man sich am Beginn sehr, sehr, ich hätte bald gesagt, arbeitsmäßig ausgetobt hatte, austoben musste. Und dann, wenn das etwas abflaute, die Postzufuhr, dann, ja, dann fiel das etwas von einem ab. Ja, ansonsten, wenn es ein Reisezug war, dann waren wir natürlich auch mit dem Postwagen dort eingereiht, entweder an der Spitze hinter der Lokomotive oder am Ende. Und da war es etwas anders, denn hier waren wir wirklich, währenddem der Postzug eigentlich unter der Hoheit der Post stand, auch am Bahnsteig, hatte die Post zu der Dienstleiter dieses Postzuges, der Chef dieses Postzuges, bestimmte die Abfahrt, wann abzufahren war, nicht die betreffenden Bahnbeamten an der Station. Hier bei den Reisezugwagen natürlich nicht. Da musste sich die Post nach der Bahn richten und dann war es so, dass bei kurzen Haltezeiten, zum Beispiel wenn wir in Schnellzügen oder später hin hießen sie dann Intercity oder Post-Intercity oder ICE mit angehängt waren, da ging das natürlich alles sehr, sehr schnell, musste sehr schnell, dass der Postaustausch an den Stationen. Und da kam es schon vor, dass dann, ja, das dann nicht ging. Er fuhr ab, er musste abfahren und der Zug oder es wurde Abfahrtssignal gegeben und dann hatten wir die Hälfte meinetwegen noch im Bahnpostwagen und konnten das dann erst an der nächsten Station austauschen für die vorhergehende. Aber auf dem Weg nach Basel, da sind Sie quasi in Ihrem eigenen Rhythmus eher Ja, gefahren. ja. Und wie ging es dann weiter? Was waren meinetwegen so typische Haltestellen bis dahin? Also typische Haltestellen, große Orte, die ja, glaube ich, wer sich für Geografie interessiert, das eigentlich auch ganz gut weiß. Also die erste war Mannheim, dann kam Karlsruhe, dann kam das Offenburg. Da war zum Beispiel die Abzweigung durch den Schwarzwald an den Bodensee. Dann kam das schöne Freiburg und dann kam, wie gesagt, Basel für uns. Und in dem Grenzort Weil am Rhein, kurz vor Basel, noch auf deutscher Seite, da hatte die Post seit Jahr und Tag schon ich glaube seit 1924, ein Wohnheim, eine Unterkunft für die Bahnpostfahrer und die wir natürlich dann auch benutzten. Da wurde dann geschlafen, wenn wir nachts unterwegs waren, natürlich, da haben wir den Vormittag geschlafen. Dann gab es die Freizeitgestaltung, das hat also jeder gemacht, wie er lustig war. Was haben Und Sie so gemacht? naja, ich war eigentlich immer auf Entdeckungsreise, beispielsweise Basel. Die Stadt wurde mir ja zur zweiten Heimat, habe da unendlich viel gesehen. Zum anderen war ich ein reger Kaffeehausbesucher. Ich habe mich immer bezeichnet als Kaffeetante und das war für mich einfach ganz, ganz toll, das zu tun und dann irgendwas zu lesen, die Stadt zu entdecken. Ja, also auch mal ein bisschen außerhalb Basels das zu tun. Da war eigentlich immer ein paar Stunden Zeit dazu, ehe man dann, ich sag mal so, ab 18 Uhr, 19 Uhr dann wieder Dienst hatte, zurück
nach Frankfurt. Ja.